Wir haben am 25. Januar 2024 mit einem neuen Free-to-Play-Account in Clash Royale ein Let's Play begonnen. Einfach um zu sehen, wie weit man in einer gewissen Zeit kommen kann. Inzwischen sind wir in der 10. Woche angekommen und die 10. Woche habe ich in 2 Teile aufgeteilt. Dies ist der 2. Teil. Wenn du den ersten Teil verpasst hast, dann verlinke ich ihn dir hier oben nochmal. Schau dort gerne rein, um auf dem aktuellen Stand zu sein. Und jetzt lehn dich zurück und genieß die 2. Highlights aus 10 Wochen Clash Royale. Let's go. Ja, ich habe gestern noch offstream heraus hier so ein Herausforderungsding gezockt. Und da habe ich gegen einen gezockt, wo ich das Deck bzw. die Kombi extrem interessant war. Und werde das, glaube ich, heute mal testen. Das wird dann dieses Deck hier sein. Win Condition ist an sich Kobold-Fass-Skelett-Fass-Kombi. Vor allem noch in Kooperation. Falls er nämlich doppelt, sag ich mal, hat. Falls er Sepp hat und Pfeile oder Barbarenfass-Pfeile. Also, oder Kampfholz-Pfeile, sowas. Dann kannst du rein theoretisch die beiden nacheinander hauen. Und hättest immer noch als Überraschungsding die Skelettarmee. Und mit der Hexe sowieso triggerst du indirekt auch, dass er Pfeile oder sowas auf die schmeißt. Fand ich interessant, habe ich gezockt. Und wenn wir testen, Königsrekruten waren positiv überraschend. Aber wir schauen mal, wie das denn wirklich läuft. Achso, hier, die Goldtruhe habe ich ganz vergessen. Goldtruhe werden wir natürlich auch öffnen. 1218 Gold. Eine Rakete. Einmal der Ofen. 26 Lakaien. 7-mal der Feuerball. Alright, dann werden wir den Feuerball auch direkt nochmal leveln. Wo ist denn der? Hier. Leveln den auch mal auf Level 8. Ich habe gerade gesehen, dass 75% meiner Zuschauer noch kein Abonnent sind. Wenn du zu den 75% gehörst, dann lass am besten direkt ein Abo da. Kostet nichts. Hilft mir auf jeden Fall weiter und lass natürlich auch direkt ein Like da. Ich würde mich freuen und jetzt geht's weiter. Und testen das Ganze hier mal. Gegen Gato. Grüße gehen raus. Okay. Wir müssen da ein bisschen Damage einstecken. Und jetzt mal die Königsrekruten dazu. Und dann schauen wir mal, welche Seite er... Und jetzt Königsrekruten Koboldfass, ne? Der ist dann noch beschäftigt. Hat er Pfeile. Nicht ganz. So, kriegen wir schon mal Damage. Und Königsrekruten auf der anderen Seite auch durchgekommen. Junge. Aber der hat gerade wirklich Hardcore-Probleme durch die Königsrekruten. So. Ja, jetzt ist natürlich unser Deck extrem dämlich von der Auswahl. Muss man ehrlich sagen. Schicken wir einfach mal ein Skelettfass dazu. So, dann die... Ja, hätten wir Skelettarmee nutzen müssen. Dann zu viel Damage. Okay, ich glaube, er hat, das ist unser Vorteil. Ich glaube, er hat nichts, also nicht wirklich Zauber. Hat, glaube ich, nicht, oh Gott, geiler. Er hat nicht Zauber gegen diese Dinger. So. Er hat, so, jetzt aber Skelettarmee. So. Er hat halt nur den Feuerball an sich. Ah, Sepp hat er an sich jetzt auch. Weiß nicht, wo er den eben vergessen hat. So, ich würde sagen. Königsrekruten. Koboldfass. Und Skelettfass noch von der Seite rein. Falls er was in die Mitte setzt. So, das sollte knallen. Noch ein Eisgeist jetzt dazu. Wie gesagt, er hat jetzt einen Sepp, aber zu spät. Und dann, wenn er geseppt hat, zack. Skelettarmee. Los geht's. Wie gesagt, und das ist halt indirekt, ist jetzt von seinem Deck natürlich abhängig. Da er halt nicht diese Sepp-Dinger hat. Sepp-Pfeile und sowas. Er braucht an sich halt zwei solche Dinger, um das gegen Koboldfass und Skelettfass zu verteidigen.
War jetzt natürlich eher Glück für uns, dass er vom Deck gegen uns halt nicht so prickelnd war. So, dann haben wir hier... Oh. Schon mal das Gratis-Gold abgeholt. 5000 Gold nehmen wir natürlich gerne mit. So, wir holen uns jetzt die 100 gewöhnlichen Karten ab. Schauen wir mal. Kobold-Gang haben wir da. Dann holen wir das Emote auch direkt ab. So. Okay, und dann haben wir es ja fast hier. Ich bin's nochmal kurz. Wenn du den Progress auch live verfolgen willst, dann komm unbedingt von Montag bis Samstag zu meinen Livestreams dabei und lass währenddessen natürlich auch gerne direkt ein Follow bei Twitch da, damit du auch bei Twitch zuschauen kannst. Und jetzt machen wir auch direkt weiter. Ja, weil wir werden erst wieder das Deck umstellen. So, so wollen wir das haben. Ach, was haben wir hier eigentlich? Oh, dunkler Prinz. Haben wir die Herausforderung da, also links abgeschlossen. Dann werden wir den dunklen Prinzen auch mal leveln, auch wenn wir den erstmal nicht zocken werden. Wo ist er denn, der Kollege? Da. Oh. So. Dann haben wir den 10. Never change a winning system. So, jetzt haben wir hier das erste Fragment für die Barbaren Evolution freigeschaltet. Achso, die andere Sache fällt mir auf. Wir können hier mit den Jokern, wenn wir die Rekruten hier nochmal eins hochhauen. So. Dann leveln wir die Rekruten auf 8. So, dann gehen wir mal in den nächsten Kampf. Und schauen mal, was hier so abgeht. Gegen Voltage. Grüße gehen raus. Setzen wir das erstmal. Nee, Kobolde. Da haben wir schon mal die Walküre gegen uns. Oh, das ist unser Konterdeck. Das ist unser Konterdeck, Leute. Barbarenfass ebenfalls noch. Gift ist halt denn indirekt ein Tick zu wenig. Gegen die Valkyrie. Nein. Verhauen. Eine Barbarenfass gegen Hexe. Konterdeck. Ein bisschen Schaden. Wir hätten vielleicht schon die Rekruten spielen sollen. Wir opfern einen Teil der Rekruten.
Nein, wir hätten... Prinzessin. Prinzessin Koboldfass war seine Win-Situation. Aber trotzdem, auch wenn wir es verloren haben, ist was möglich, selbst gegen Valkyrie. Selbst gegen Valkyrie ist was möglich. Wenn du weitere und exklusive Vorteile auf diesem Kanal haben willst, wie zum Beispiel Vorabzugriff auf neue YouTube-Videos, als auch Vorrang bei Live-Videogames im Stream und noch vieles mehr, dann check unbedingt meine Mitgliedschaften ab und klick dazu auf den Mitgliedwerden-Button hier unter dem Video. Ich würde mich freuen, dich als Mitglied begrüßen zu dürfen. Und jetzt geht's weiter mit den Highlights. So, nächste, mal wieder ein Kampf um die 4000er-Marke jetzt. Let's see. Gegen Adam 123, grüße ihn raus. Dann schauen wir mal. Gehen wir aggressiv rein. Gehen wir aggressiv erst. Gehen aggressiv rein und werden direkt bestraft. Ja, wir müssen die Hits da einstecken. Schon wieder zu viel Damage. So. Tesla. Komm, Valkyrie hittet, jawohl. Well played. Wurden wir jetzt bestraft. Aufpredict. Ich wusste es, mein Freund, doch. Ich wusste es doch. Und da kannst du mir doch nichts mehr erzählen. Ja. Weil hat er noch. Gift reicht nicht aus. War knapp. Eieiei. So, komm. Jetzt aber 4000er Marke. So, jetzt muss man hier die 4000er Marke mal wieder knallen. Angewiel. Grüße gehen raus. Elektrik. War nicht so gut. Oh, Barbarenfass ist stark, mein Freund. Oh, das wird eklig. Er hat relativ auch Spam. Und wie er Spam hat, das könnte extrem mau werden. Er hat Hardcore-Spam. So. Nein.
genau in die Bombe rein, Mann. Oh mein Gott, Mann. Die Kühe habe ich falsch gesetzt und dann hätten wir den Riesenskelett anders verteidigen können. Leute, zumindest trackt er das Ganze. Nein! We are too late to apologize. Too late. Und dann bauen wir die Skelettarmee. Nein. Wir bauen die Skelettarmee, Mann. Der Kampf um die 4000. So, kann nicht sein, dass wir das immer verlieren. Irrts. Grüße gehen raus. So. Mit Rekruten zu starten ist halt immer so ein tricky Ding. Weil wenn er dann Schweinereiter und Co. setzt oder was Schnelles, dann kann es halt schon relativ eklig werden. Oh, Pfeile rausgehauen. Mal schauen, ob er noch was hat. Skelettarmee haut auf die andere Seite. Dann sieht es ziemlich gut aus. Junge, wir haben jetzt fast die Skelettarmee komplett verhauen, ne? Nice. Okay, da sind wir schon mal gut in Führung, würde ich sagen. Aber trotzdem, das Deck, das er spielt, kann gefährlich für uns werden. Den Mega-Ritter aus. Der Feuergeist. Der Turm ist erstmal unser. Oh, geil. Oh, geil. Ein Freund. Na, Rekruten waren verschwendet jetzt. Die Rekruten waren verschwendet. Nehmen jetzt mal Skelettarmee in die Mitte, weil er die Skelettarmee gleich setzen wird. War ich mir ziemlich sicher. Okay, er hat schon aufgegeben. Er hat aufgegeben, Leute. Wir haben es wieder. Ach so, ja, endlich, Junge. Ich dachte, hey, was ist denn jetzt los? Jetzt endlich, 4000, let's go. Mal wieder, wir waren ja da schon mal. Aber jetzt haben wir es endlich mal wieder geschafft. So, und damit haben wir jetzt hier auch die 20 seltenen Gratiskarten. Come on, lass da was Geiles drin sein. Come on, Mann.
Aber doch kein Megalakai. Gehen wir eventuell Wein. Wein ins Vergnügen. In das Mega-Ritter-Valkyre-Vergnügen. Gegen Wyan. Grüße gehen raus. Ja, moin. Wie, das ist die andere Sache. Wie verteidigt man am besten diesen Friedhof-Zauber? Mit unserem Deck wahrscheinlich gar nicht. Ehrlich gesagt, ich hätte nie gedacht, dass wir so viel Schaden hier machen. Hätte ich nie gedacht. Rekruten? Komm. Schauen wir mal, ob er einen Mega-Ritter hat. So, jetzt wird's auf den Tisch gelegt. Auch wieder ein Bot. Wer hat's geahnt? Wer hat's geahnt? Hilft halt nicht viel. Er hilft halt nicht. Wir Prinzessin wenigstens dahinter down. Jetzt noch die Skelettarmee da rein. Kobold fass auf den zweiten Tower. Weil er der jetzt weg, das ist gut. Fällt er auch so Rekruten nach vorne. Rekruten nach vorne. Ja, okay. Gut aus. Sieht gut aus. Jawohl. Aber dieses eine Play am Anfang. Warte, wir schauen mal kurz, ob wir 4100 erreicht haben. Jawohl. Jawohl. 3500 Gold. Nehmen wir gerne mit. Somit glaube ich auch neuester Rekord. Ich glaube über 4-1 waren wir bisher noch nicht. So, dann schauen wir mal kurz. Was haben wir hier abgeschlossen? Skelettarmee. Nochmal 150 Gems drauf. Nehmen wir natürlich auch gerne mit. So. Und dann holen wir uns jetzt hier auch die zwei Entwicklungsfragmente ab. Für die Barbarenentwicklung. Dann haben wir schon mal die Hälfte. So. Dann haben wir das auch heute durchgezockt. Was nice ist. Aber hier dieses eine Play. Da war ich selbst überrascht von mir. Also gleich das Opening Play war das. Bin ich der Meinung. Wie gesagt, Friedhof erstmal. So. Bären und Drache. Und jetzt kommt's gleich. Er setzt dahinter. Hinter den Turm, glaube ich, die Prinzessin müsste es sein. Oder? Warte, war das die Prinzessin? Oder was hat denn der dahinter gesetzt? Ja, die Prinzessin setzt er jetzt hinter den Turm. Und jetzt Koboldfass auf die Prinzessin. Zack. So, Prinzessin geht jetzt down. Und das geilste, Inferno-Drache hat sich umgedreht. Und dann kam halt der Nachschub.
Und Hexe konnte halt relativ viel Schaden machen und dann auf die andere Seite Skelettfass, weil er halt in dem Moment noch seine Bogies dahin gesetzt hat. Dann wieder um Pfeile, muss man sagen, Pfeile hat er hier verhauen. Das war jetzt auch schon Teil 2 der Highlights aus Clash Royale. Und wenn ihr die nächsten Highlights nicht verpassen wollt, die dann am Sonntag online gehen, dann abonniert auf jeden Fall unbedingt den YouTube-Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr eben benachrichtigt werdet, wenn diese Videos online gehen. Lasst natürlich gerne ein Like da auf dem Video und teilt das Video mit anderen Clash Royale-Freunden von euch, damit mehr darauf aufmerksam werden. Und schreibt natürlich auch gerne in die Kommentare, wie weit ihr in Clash Royale in dieser Zeit gekommen seid. Und wenn ihr nicht auf die Videofolge warten wollt, dann rate ich euch, Donnerstag und Freitag zu den Let's Play Clash Royale Livestreams am Start zu sein. Und lasst natürlich am besten ja auch direkt ein Follow bei Twitch da. Und zum Ende rate ich euch noch, diese Playlist hier anzuschauen mit allen Clash Royale Folgen, wo auch die neuen Folgen dann online gehen. Und checkt natürlich gerne die anderen Zeiträume ab, um auch dort auf dem neuesten Stand zu sein. Und zum Schluss sage ich wieder, welcome to the new age. Ciao.